Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quickies. Keine Woche ohne neuen NSA-Skandal. Asylbewerber treten Hungerstreik in München an. Das Generationenmanifest macht sich in Deutschland breit. Du hast die Macht. Aus der Ursprungsstadt der deutschen YouTube-News werden euch präsentiert die Quickies mit Kai von Nordpunkte. Was ist überhaupt das Generationenmanifest? Das Generationenmanifest stellt verschiedene Forderungen an die Politik auf, die ich euch jetzt mal ganz kurz zusammenfassen möchte. Dazu gehören: Die Bekämpfung des Klimawandels soll in die Verfassung rein. Die Energiewende soll vorangetrieben werden. Mehr Beteiligung und Mitsprache für die Bürger in der Politik. Soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Bekämpfung von Hunger, Armut und Unterentwicklung in der Welt. Und viele, viele andere Dinge. Das könnt ihr alles nachlesen auf generationenmanifest.de. Bekannte Mitzeichner des Generationenmanifests sind unter anderem Benno Fürmann, das war der Synchronsprecher vom gestiefelten Kater aus den Schreckfilmen, Hannes Jenicke, den kennt ihr als Tatort-Gastrollendarsteller, also das ist ein relativ bekannter deutscher Schauspieler, und Marius Müller-Westernhagen, den kennt ihr als Musiker, Schauspieler, was auch immer. Auch einige YouTuber machen auf das Generationenmanifest aufmerksam, so zum Beispiel LeFloid und Frodo Apparat. Mir ist das Ganze aber irgendwie zu unkonkret. Die Forderungen, die aufstellen, sind viel zu allgemein. Da wird ja jeder Politiker sofort zustimmen, weil das so Pauschalfloskeln sind. Aber das ist nicht so richtig greifbar irgendwie. Außerdem fehlen mir ganz klar die Umsetzungsvorschläge. Wie soll man das denn umsetzen, was die da fordern? In diesem Manifest gibt es aber keine Handlungsempfehlungen, sondern lediglich Forderungen an die Politik. Mir ist das zu schwammig. Ich möchte dann konkret wissen, wie soll man irgendetwas umsetzen? Weil dass die meisten Leute diesen Forderungen zustimmen, das steht, glaube ich, außer Frage. Wie seht ihr das? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Asylbewerber-Hungerstreik in München. 50 Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus unterschiedlichen afrikanischen und asiatischen Ländern haben letzte Woche in München auf dem Rindermarkt einen Hungerstreik und zum Schluss sogar einen Getränkestreik angetreten. Das heißt, die haben aufgehört zu essen und aufgehört zu trinken, um zu versuchen, dass ihre Asylantragsverfahren schneller akzeptiert werden oder schneller durchgeführt werden. Noch am Samstag haben Oberbürgermeister Christian Ude und ein paar Politikerkollegen von ihm versucht, da zu vermitteln und den Streikenden klarzumachen, dass ein Asylantragsverfahren einfach eine gewisse Zeit dauert und dass sie das nicht beschleunigen können, indem sie sich selber in Gefahr begeben. Am letzten Sonntag kam es dann zu der Räumung durch die Polizei. Morgens um 5 Uhr hat die Polizei zugegriffen und hat alle, die diesen Hungerstreik gemacht haben, von dem Münchner Rindermarkt entfernt. Die Asylantragsverfahren werden deswegen jetzt trotzdem nicht schneller bearbeitet, sondern genauso normal wie vorher auch. Was meint ihr? Ist ein Hungerstreik, um ein Asylrecht durchzuboxen, ein legales oder probates Mittel? Ist das gut, wenn man das macht, oder ist das irgendwie kacke? Also sagt ihr, das braucht halt seine Zeit, bis ein Asylantrag durch ist? Oder findet ihr, da muss man sofort den Leuten irgendwie helfen und wenn das Gesetz das nicht hergibt, dann muss man das eben als Ausnahmeregelung machen? Wie seht ihr das? Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare, das würde mich echt brennend interessieren. Keine Woche ohne Edward Snowden, keine Woche ohne neue Skandale rund um die NSA. Dieses Mal geht es um EU-Einrichtungen. Nach Informationen des Magazins Der Spiegel, die sich dabei auf Edward Snowdens Unterlagen berufen, hat offenbar die NSA Wanzen bei europäischen Unionseinrichtungen, also EU-Einrichtungen, in Washington, New York und Brüssel installiert. Außerdem sei der E-Mail-Verkehr der EU-Einrichtungen überwacht worden und die NSA hat sogar Zugriff auf interne Dokumente der EU gehabt. Die EU-Politiker, die das jetzt erfahren haben, sind natürlich erschrocken darüber, wie weit die Spionage der NSA tatsächlich in europäische Gremien hineingeht. Meiner Meinung nach ist das Thema ja schon fast lachhaft geworden. Also ich meine, es ist doch klar mittlerweile, dass die NSA so ziemlich jeden und alles ausspioniert hat, gerade in Europa und primär sogar in Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach ist die NSA schon längst zu weit gegangen und es müssten jetzt längst Schritte von unserer Politik gegen die NSA passieren. Also die müssten auf jeden Fall den amerikanischen Präsidenten zwingen, sofort diese Überwachungsprogramme einzustellen. Schreibt doch eure Meinung auch mal unten in die Kommentare. Ist das überhaupt noch ein Thema oder geht euch Edward Snowden mit seiner ganzen Enthüllungskampagne jetzt schon auf den Sack? Ich bin wirklich gespannt, wie geht's euch dabei? Interessiert euch das Thema überhaupt noch oder ist das für euch schon so yesterday? Das war's von mir für diese Ausgabe der Quickies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Meinungen zum Format habt, irgendwelche Kommentare zu irgendwelchen Themen, schreibt sie unten rein. Schaut auch mal in die Videobeschreibung, da verlinken wir euch nochmal ein paar
ja, Quellen zu diesen Themen, wo ihr euch nochmal näher mit dem Thema auseinandersetzen könnt. Ich bin gespannt, euch das nächste Mal in 14 Tagen wiederzusehen. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Kai. Im SPD-Image-Shop, ja, den gibt es wirklich, kosten 100 SPD-Kondome 49 Euro. Ob das wohl gut bei den Frauen ankommt? Nur noch 16% der SPD-Mitglieder sind Arbeiter. 1956 waren es noch 40%. Heutzutage hat wohl echt gar keiner mehr Lust zu arbeiten.